So. Ornamentschlüssel. Eine Feuerbombe. Die könnten wir auch demnächst mal verwenden. Und ein Schild. Meteoritenschild. Evasion plus 7. Fire Resistance plus 10. Da kriegst du mal den hier. Was macht dein Schild nochmal? Evasion und Energy. Nee, der eine Evasion-Punkt, der kann bleiben. Und deine Kette ist sehr gut. Sesam, öffne dich. Feuerelementar. Ja, ballert mich ruhig im Nahkampf ab. Das macht mir nämlich kaum Schaden. Wow, das hier. Das war ein Selbstmordteil. Das war irgendein Selbstmordvieh. Trinkt Heiltränke in der vorderen Reihe. Du trinkst einen Mana-Trank. Okay. Das ist es mir alle Male wert, das Ding zu benutzen. Was steht hier? Sewer Exit West. Oh, der ist wieder aufgegangen. Wow, der wirft mich wieder mit Wässern. Komm ruhig her. Jetzt zeige ich dir mal, wie man eine Kanone benutzt. Wollte ich gerade sagen. Blöde Piratenratte. Wie kommt es, dass hier so Piratenratten leben? Vor allem die dann auch noch Munition droppen. Ja, kommt ruhig her. Genau. Und ein Level-Up für alle. So, das bedeutet... Erst einmal die da noch loswerden. So. Du bist out of... Ihr seid alle out of energy. Ist halb so wild. Du machst fast keinen Schaden mehr. So. Gut. Skills. Du Athletics. Für mehr Traggewicht und so weiter. Du Armor oder Waffe. Waffe. Du... Auch Athletics am besten eigentlich, oder? Ne, Critical. Oder Dodge. Ich würde mal sagen, das hier ist gut, das hier ist eigentlich auch gut. Sie hat nämlich eine Accuracy von 44%. Also Critical. Gebe ich hier mal, das mache ich auch voll. Dann kann sie backstabben. Das ist sehr nice. Und du, Alchemie. Du, stronger bombs get free bombs. Ja, genau. Bessere Potions brauen. Darauf sollte ich auch mal hinarbeiten. So, jetzt kriegst du... Du kannst wirklich... öfter mal die Knarre jetzt benutzen, so viel Munition, wie du jetzt hast. Und ich bin wieder in diesem weiträumigen Raum. So. Gut.
Das heißt, hier unten gibt es jede Menge Orte. Gibt es hier in der Nähe eine Leiter nach oben? Ja, ich will mal kurz gucken, ob hier Lederboots sind. Und ob hier drin was rumschwimmt. Scheint aber nicht der Fall zu sein. So, jetzt gucken wir mal, dass wir so schnell wie möglich hier hochkommen. Genau, dass wir nicht ertrinken. Oh oh. Autsch. Ich mache jetzt mal einen gepflegten Rückzug. Heil mich und speicher, weil jetzt habe ich schon so viel wieder erkundet, dass sich das rentiert zu speichern. Und ja, dann machen wir die Source. Dann versuchen wir nochmal das Bright-Ding zu machen. Und dann gucken wir, dass wir den Ogre vor dem Schrein wegbekommen. Und dann werden wir ja hoffentlich auch irgendwann in die Kristallminen reinkommen. So. Hier runter. Und ja, just for fun werde ich ein bisschen rumballern. Hier geht es übrigens auch irgendwo in die Sewers rein. Wow. Hast du mir meine Knarre geklaut? Der hat meine Knarre gefressen. Hast du mir gerade noch was geklaut? Nein. Der hat tatsächlich Tarions Knarre gefressen. So eine Schleimkröte. So. Zunge. Zunge. Da ist eine Zunge. Auch sehr lecker. Hi. Ja, du kannst schön ballern. So im Nahkampf bist du scheiße, genau. Ja, komm. Hi, Kumpel. Ja, die Flinte macht wirklich langsam gut Schaden. So. Sie. Ne, ich will den großen Heiltrank, wenn ich ihn schon habe, will ich erstmal nicht verschwenden. Wir haben ja jetzt mittlerweile wieder genug zu essen und ich glaube, wir kriegen hier unten auch noch was. Und bei ihr können wir eh eine Weile warten. Zur Exit West. Ah, noch so ein großes Ding. Hi, Kumpels. Also ja, das Rattentöten hier unten ist mal was Angenehmes. Da die Ratten fast nichts mehr können gegen uns. Also ja, wir müssen immer noch aufpassen. Ich wäre froh, wenn bei ihm das Special-Fähigkeiten aufladen auch so schnell gehen würde, wie bei ihr. Und ja, man sieht's. Die Ratten können fast nichts mehr. Nur mit ihren Special-Angriffen mal ein paar Mal schnell hintereinander zuhauen. Aber ansonsten relativ harmlos. So. Und das gehört auch zu diesem. Ja, okay. Hier ist ein geheimer Durchgang. Und ich muss jetzt so schnell wie möglich eine Treppe nach oben finden. Ja. Und hier sind wir einmal rum. Okay. Hier wären wir einmal rum. Hier gibt es einen Raum, in den wir nicht rein können. Oh, eine Karte. Do not disturb. Bitte nicht stören.
Und Licht geht aus. Oder doch nicht. Bitte nicht stören. Okay. Gehen wir einmal hier rum. Ah. Das war die Geschichte hier. Gut. Zur Exit South. Shortcut. Also ja, eine Abkürzung. Wahrscheinlich darüber irgendwie. Reservoir Access. Two-Handed Sword. Require Heavy Weapons 3. Ist das besser als das Ding hier? Cooldown hat es auf jeden Fall einen geringeren. Cleave. Auch Cleave. Ich behalte es mal zur Sicherheit. Hier bei ihm. Da hinten ist eine Fackel, die brennt. Blitzbomben. Oh. Blitzbomben, die du nicht tragen kannst. Du auch nicht. Dann trag du sie mal. Du kannst mittlerweile schön schwer schleppen. Und ja, das hier kennen wir ja. Okay. Hier scheint nichts mehr sonst zu sein. Okay, wir können also in den Raum hier rein. Oder wir können uns auf den tieferen Ebenen noch umsehen. So, machen wir zur Sicherheit ein neues Licht. Also einmal könnten wir hier runter und einen Schamanenstab und einen Diviner's Cloak finden. Ja. Nicht schlecht. Und Schaden nehmen von der vom Ertrinken. So. Gut, gucken wir mal. Erstmal haben wir wieder jede Menge neue Kräuter. Shaman Stuff. Poison Bolt. Was können eigentlich die anderen beiden Sachen als Specials? Lightning Bolt. Und du hast nur Willpower. Du hast Energy und Vitality. Und die dealen mehr Damage. Du hast Energy Regeneration. Das ist mal richtig nice. 25 Energy ist mehr als das, würde ich sagen. Ja. Und 2 Vitality mehr ist sowieso viel besser. Und du kannst den Poison Bolt machen, so oft du willst. Das ist sogar noch praktischer. So, das heißt, wir können da rein und gegen was auch immer kämpfen. Wir haben noch das Gebiet da. Okay, dann machen wir das folgendermaßen. Erstmal gehe ich hier um die Ecke. Da hinten sind auf jeden Fall noch Feuerelementare drin. Oder solche Feuerbomber. Was passiert, wenn ich dir das Schild gebe? Dann wirkst du das auf die ganze Gruppe und das macht Feuer etwas höher. Hier wäre eine Tür, die man nicht aufkriegt. Außer vielleicht so. Schnell, schnell, schnell. So. Jetzt ist aber unser Licht aus. Immer noch nicht. Okay, ich fantasiere mir hier Sachen zusammen.